Das ist Ethan B. Bradley, Hollywood-Star und Klimaaktivist. Für den Schutz der Kaiserpinguine produzierte er eine aufrüttelnde Doku. Aber auch wenn Sie nicht Ethan B. Bradley sind, können Sie ganz einfach in die Zukunft unseres Planeten investieren. Und wie das geht, finden wir zusammen heraus. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Der Campsong wird präsentiert von wetter.tom. Hallo liebe OA-Zuschauer und willkommen zur neuen Reportage. Wir sind heute hier auf Gut Kremershof in Wipperfürth, genauer gesagt auf einer großen Wiese. Und hier findet ein Camp des Bundes der katholischen Jugend statt, kurz BDKJ. Bei mir stehen jetzt Jan und Sophie vom Organisationsteam. Jan, wie läuft's bis jetzt? Bis jetzt super. Gestern sind die Kinder für die zweite Woche angekommen und wir machen gerade Workshops und bis jetzt läuft eigentlich alles gut. Insgesamt 100 Jungen und Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren nehmen in diesem Jahr am Camp teil. Die Kinder stammen aus dem gesamten Oberbergischen und teilweise auch aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Aufgeteilt werden sie in zwei Gruppen. Jeweils eine Woche dauert der Ferienspaß. Ja, was erwartet die Kinder denn hier? Die Kinder erwartet die Suche nach Runen. Gerade machen wir Workshops und wir arbeiten darauf hin, einen Schatz zu heben. Mit ganz vielen Runen kann der Schatz dann geöffnet werden. Und wir haben einiges geplant. Wir machen das Chaos-Spiel noch, wir machen eine Tageswanderung, Großgruppenspiele und natürlich eine Abschlussfeier am Ende des Camps. Wie heißt denn das diesjährige Motto? Leinen los, das wird famos. Wikinger Camp 2022 ist das Motto dieses Jahr. Also alles zum Thema Wikinger, was so dazu gehört. Auf dem Gelände herrscht absolutes Handyverbot. Aber genau das genießen die Kinder. Ja, hallo, verrat uns doch mal deinen Namen und erzähl unseren Zuschauern, was du hier machst. Hallo, also ich bin der Dominik und ich bin hier hingekommen, um mit anderen hier an der frischen Luft irgendwas zu spielen und so. Und ich mag es hier gerne zu sein, weil hier ist man nicht so am Handy und so, wie man sonst zu Hause ist, sondern man kann hier mit anderen Leuten machen und hier ist alles voll fröhlich und so. Ja, super. Und was bastelst du gerade hier? Ich bastle gerade ein Schild mit den anderen hier. Ja, hallo, wer seid ihr und was macht ihr hier? Ich bin die Nora. Und du bist? Ich bin die Lucy. Okay, und was bastelt ihr gerade hier? Wir basteln kleine Taschen, wo man so Muscheln oder irgendwas, was man findet, aufbewahren kann. Ja, super. Ja, die Kreativität steht hier im Vordergrund. All das geschieht unter den wachsamen Augen von etwa 20 ehrenamtlichen Betreuern. Sie haben sich ein buntes Rahmenprogramm für ihre Schützlinge ausgedacht. Wir bieten hier gerade Workshops an und wir nähen so kleine Täschchen und Beutelchen und das ist unser fertiges Produkt oder zum Demonstrieren und das kann später so aussehen oder bemalt. Sophie, die Frage an dich, wie hält man so eine Rasselbande im Griff? Ja, das ist eine gute Frage, die wir uns auch zu einem oder anderen Zeitpunkt selber stellen. Aber eigentlich funktioniert das ganz gut. Manchmal muss man ein bisschen strenger durchgreifen. Aber die Kinder sind glücklich, dass sie hier sein können. Und da legt sich auch der ein oder andere Streit meistens dann von selbst. Am Vormittag herrscht auch im Versorgungszelt bereits reges Treiben. Ja, hier wird gerade fleißig geschnibbelt. Was gibt's denn heute zu essen? Gnocchi mit einer selbstgemachten Tomatensauce, Salat und zum Nachtisch gibt es noch Stracciatella-Creme. Mensch, das riecht aber gut hier. Was gibt's denn jetzt hier? Ja, heute gibt's Tomatensauce und wir braten gerade die Zwiebeln an. Das ist natürlich die perfekte Basis für eine gute Tomatensauce, so wie das sein muss. Daher kommt der leckere Geruch. Genau. Sind Sie hier der Chefkoch? Wir haben jeden Tag einen anderen Chefkoch. Jeder ist einen Tag zuständig fürs Mittagessen und heute bin ich das. Und dann darf man immer als erstes die Zwiebeln anschwitzen. Okay, dann frohes Schaffen. Danke. Vielen Dank. Auch die Getränke werden teilweise in Eigenregie mottogerecht hergestellt. Hier wird gerade Met abgefüllt. Natürlich alkoholfrei. Man sieht, hier ist einiges los. Wenn Ihnen die Reportage gefallen hat, lassen Sie ein Like da, besuchen Sie Oberberg aktuell und bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal.